Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute für euch, da viele voll oft nachgefragt haben, egal ob es jetzt unter dem Video war oder Instagram-Bild. Ich werde sehr oft gefragt, wie ich meine Bilder in letzter Zeit bearbeite, was ich benutze, was für Effekte ich benutze, wie ich was benutze, welche App ich benutze. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt, welche Fotobearbeitungsprogramme, Apps ich benutze für meine Bilder in, ich weiß nicht welchem Video das war, mein neues Handy oder irgendwie sowas. What's on my phone? Da habe ich euch meine ganzen Apps gezeigt, mein Handy, und heute gehe ich mehr auf diese Apps ein, auf diese Foto-Apps, welche ich auch wirklich regelmäßig benutze zum Bearbeiten meiner Bilder. Und ich würde sagen, wir beginnen auch. Kommen wir zum ersten Punkt, das ist der allerwichtigste Punkt. Und zwar, womit mache ich meine Bilder, meine Selfies? Ich mache sie eigentlich fast immer mit meinem Handy, also mit der Vorderkamera. Ich finde, die Qualität ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und manchmal mache ich sie aber auch mit meiner, hier mit der Canon. Ich weiß jetzt nicht, welche das 80D, genau 80D. Ich habe die Canon 80D. Mit der mache ich auch oft meine Selfies, Bilder. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall benutze ich die auch ab und zu mal gerne. Aber ansonsten oftmals benutze ich halt immer mein Handy, meine Vorderkamera. Und mache einfach erstmal ein ganz normales Foto, ohne dass ich irgendwas bearbeite oder filter. Also früher habe ich das immer gemacht, da habe ich direkt einen Filter genommen und dann ein Selfie gemacht. Ihr wisst ja, was ich meine. Jetzt, also heutzutage, mache ich einfach nur komplett ohne alles, mache ich einfach ein Bild von mir. Und wenn mir das dann einigermaßen gut gefällt, kann man das halt noch schöner machen, indem man halt die Effekte mit einbaut oder vielleicht das Gesicht ein bisschen weicher macht und den Hintergrund auch verschwommen macht. Das kann man ja heutzutage schon mit Apps machen, was ich auch mega praktisch finde. Und früher hatte man das halt alles noch nicht, hat man das auch meistens immer auf dem PC gemacht. Ja, das weiß ich noch. Immer auf dem PC hochgeladen und dann immer dort bearbeitet. Ja, das waren Zeiten. Und heute kann man alles schon mit dem Handy machen, das ist so krass einfach, was man mit dem Handy... Ich schneide sogar manchmal meine Videos mit dem Handy. Ja, okay, ich rede jetzt auch nicht zu lange, sondern zeige euch erstmal, was für Apps ich überhaupt habe. Von meinen Foto-Apps meine ich jetzt. Also die restlichen Apps zeige ich euch jetzt nicht. Es geht ja persönlich ums Bilder bearbeiten. Und da habe ich auch meinen eigenen Ordner. Und ich hole euch jetzt einfach näher ran, dann könnt ihr das auch besser sehen. Okay, ich habe hier meinen Ordner und hier habe ich als erstes Facetune, das benutze ich immer. Danach kommt Scar Ready, keine Ahnung. Das benutze ich halt immer, um den weißen Rand zu machen. Und danach kommt iMovie, aber das ist jetzt für Videos. Splice ist auch für Videos. Dann Afterlight benutze ich auch immer. Endlight benutze ich nur für meine Thumbnails. Funimate ist für Musical.ly, Fotokollage. Um mehrere Bilder, halt eine Collage, aber benutze ich selten. Dann YouCamPerfect habe ich früher eigentlich benutzt, jetzt benutze ich das auch gar nicht mehr, könnte ich eigentlich löschen. FaceApp ist einfach nur so zum Spaß halt einfach. Also ist jetzt nichts, kann ich euch, also ist einfach nur so funny Ding. Das ist auch nichts. Facetune 2 habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich erstmal runtergeladen, nur man muss sich irgendwie die Vollversion kaufen. Na toll, muss ich irgendwann mal machen, weil ich weiß nicht, also ich glaube, das ist fast so wie Facetune 1, also Facetune. Liot ist auch wieder so mit, Collage, extra für Instagram. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil da kann man auch große Bilder irgendwie, ach, das müsst ihr euch mal runterladen, dann guckt euch das mal an. Und YouCam Makeup, das benutze ich auch oft, einfach um, zum Beispiel, wenn ich blass bin oder so, kann ich da ein bisschen meine
Haut ein bisschen dunkler machen oder ebenmäßiger, kann man auch voll gut damit machen. Und aber eigentlich benutze ich immer Facetune und Afterlight, also die beiden kann ich auf jeden Fall empfehlen. Facetune benutze ich halt immer für halt mein Gesicht, damit das ein bisschen weicher ist, und den Hintergrund, dass der Hintergrund dann halt so wie hier gerade verschwommen ist und du vorne halt klar bist. Und Afterlight hat mega schöne Effekte, ist leider beides nicht kostenlos, soweit ich weiß. Aber trotzdem, es lohnt sich auf jeden Fall, die beiden Sachen zu kaufen. Afterlight hat sehr schöne natürliche Effekte, egal ob schwarz-weiß oder blau-mäßig, pink-mäßig, keine Ahnung, müsst ihr mal auf jeden Fall vorbeischauen. Und, oh, meine Kuse. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach, wie ich ein Bild bearbeite. Ich zeige euch das mal hier. Okay, und zwar ist das das Bild, das habe ich vorhin geschossen. Das ist jetzt ohne Effekt, also ist auch wirklich kein Scherz, die Qualität ist voll in Ordnung. Und ja, das bearbeiten wir jetzt. Dann zeige ich euch mal, wie ich das bearbeite. Zuerst mal gehe ich auf Facetune. Oh, das ist mein Thumbnail. Dann öffne ich mal das Bild. Ja, da ist das Bild. So sieht das Ganze dann aus. Und dann gehe ich erstmal auf Glätten, das hier. Ich hoffe, man sieht das auch. Und dann kann man hier auswählen, wie stark man das haben will. Also so natürlich oder willst du schon, also dass man das halt, zum Beispiel wenn du hier das Gesicht glättest, dann ist das halt extrem weich und nix, keine Falten. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu extrem, weil ich habe ein klares Gesicht und keine Falten. Deswegen mache ich das mal weg. Das nochmal neu und benutze nur diesen einen Tropfen. Und da gehe ich halt ein bisschen übers Gesicht, nicht zu extrem. Einfach so hier, wo paar, also hier gehe ich meistens drüber. An der Nase ein bisschen auch. Hier. Vor allen Dingen auch am Kinn mache ich das auch. An den Wangen jetzt nicht so. Und halt an der Stirn mache ich das auch immer. Ja, und hier, wenn mir das ein bisschen hier, die Augenringe ein bisschen zu krass sind, dann kann ich das ein bisschen wegmachen. Aber halt so natürlich, wie es geht, lassen, weil man sieht das natürlich, wenn es so bearbeitet ist. Außer wenn ich wirklich kein schönes Gesicht dann habe, dann mache ich natürlich auch sehr viel, muss ich auch zugeben. Kommt drauf an. Also mal kann man das machen, aber mal hat man das auch gar nicht nötig. Ja. Dann mache ich das auf Speichern. Jetzt, was will ich, genau, Details. Da habe ich euch jetzt nicht zeigen können. Genau, hier ist Details. Da gehe ich dann drauf. Und damit mache ich meine Augen. Dann glänzen die ein bisschen mehr. Seht ihr das Weiße? Dann kann man das ein bisschen mehr hervorheben. Auch die Augenfarbe kann man dann nochmal ein bisschen klarer und schöner machen. Also man hat dann so richtig glänzende, schöne Augen. Auch nicht zu extrem machen, weil sonst sieht das wieder zu much aus. Ein bisschen kann man ruhig machen. Also man sieht jetzt auch nicht den krassen Unterschied, muss man sagen. Ja, dann kriege ich wieder Speichern. Und das Letzte wäre dann Unschärfe. Das mache ich immer als Letztes. Und hier kann man einmal auch einstellen. Einmal Unschärfe. Ich hoffe, das sieht man. Gut hier. Einmal Unschärfe und einmal Vernebeln. Also ich nehme immer Unschärfe und mache das dann neben mir halt. Den Hintergrund verschwommen. Also man erkennt das wahrscheinlich jetzt nicht so gut auf der Kamera. Tut mir leid. Ist halt nicht extrem. Wenn ihr das mal ausprobiert, man sieht, also ihr müsst mal auf Instagram gucken. Ich stelle das auf Instagram hoch, dann seht ihr das Bild richtig. Und dann könnt ihr auch gucken, was ich meine. Man sieht dann schon, dass der Hintergrund dann auch verschwommen ist. So, ich habe das Bild jetzt verschwommen gemacht. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit der Bearbeitung. Wie gesagt, wenn mir dann noch nichts passt mit Pickel oder so, kann man auch. Das ist auch mega geil. Wenn du zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel hier so einen fetten Pickel habt, den ihr aber nicht richtig wegretuschieren könnt, dann empfehle ich euch überlagern. Seht ihr das? Überlagern steht dann da. Dann klickt ihr dann da drauf. Und dann könnt ihr einfach, macht ihr überlagern.
So, dann überlagern. Und dann nehmt ihr, ihr seht ja, wenn ich jetzt auf dem Auge gehe, dann wird das Auge hier, ihr wisst schon, was ich meine. So, deswegen geht ihr dann auf einer Stelle mit dem hier, geht ihr dann auf eine Stelle, wo ihr keinen Pickel habt, natürlich. Und mit dem geht ihr dann auf euren Pickel, ich meine, ich habe jetzt keine Sinn, kann ich das jetzt nicht so zeigen. Geht ihr dann, zum Beispiel hier ist der Pickel und da ist die klare Haut, da ist nichts. Und dann verdeckt das. Also, ich kann euch das jetzt leider nicht so zeigen, aber es klappt wirklich. Also, wenn ich einen krassen Pickel habe, den man sieht und ich den nicht wegkriege, mache ich das auch immer. Und wirklich, es klappt. Wirklich, also, das ist heftig. Der Pickel ist einfach spurlos verschwunden. Jetzt kann ich euch eigentlich mal den Vergleich zeigen, aber man sieht das gar nicht so extrem. Das ist das alte Bild. Und das ist das Photoshop, sag ich mal. Also, man erkennt das jetzt nicht so auf der Kamera, sehe ich gerade schon. Aber ihr müsst euch das mal auf Instagram, wie gesagt, auf Instagram könnt ihr das Bild sehen. Und da seht ihr auch, dass dann hier der Hintergrund verschwommen ist, dass das Gesicht auch klarer ist. Und die Augen ein bisschen glänzen. Und ja, jetzt bin ich halt auf meiner Galerie. Und jetzt benutze ich nicht Facetune, sondern jetzt kommen wir zu Afterlight. Also manchmal gucke ich auch, wie rum ich mein Bild am besten finde. Manchmal ist es auf der anderen Seite irgendwie besser, keine Ahnung. So. Ich weiß nicht, ich finde das so eigentlich auch ganz schön. Was meint ihr? Ach, schwer, ne? Okay, ich finde das so irgendwie schöner. Da sieht man. Also ihr solltet das auf jeden Fall ausprobieren, euer Bild mal andersrum zu machen, weil, also andersrum zu setzen, weil das kann manchmal auch wieder ganz anders aussehen. Ihr habt ja dann drei Spalten bei Afterlight und ich gehe in die, also ich benutze die Mitte und dann habt ihr hier auch eine ganze Auswahl, das ist bei den anderen auch so und ich benutze das dritte erstmal, das dritte und hier könnt ihr unten dann einstellen, wie stark ihr den Effekt haben wollt und das finde ich auch ehrlich gesagt richtig cool, weil das wäre mir wieder zu stark, weil ich benutze zwei Effekte immer. Und ich mache das dann immer so auf, ja. Ich mache das dann immer so auf 50 so circa. Und dann benutze ich den zweiten Effekt. Das ist so ein bisschen blaumäßig. Auch nicht so stark, sondern mache das auch so ein bisschen bis zur Hälfte. Und dann speichere ich das. Und das ist auch eigentlich das fertige Foto. Das ist das originale Bild. Und das ist das bearbeitete Bild. Original. Bearbeitet. Also wie gesagt, man erkennt das jetzt nicht extrem in der Kamera. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war hilfreich. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Es würde mich mega freuen, wenn ihr weiterhin Videos sehen wollt. Oder falls ihr auch erst neu auf meinem Kanal seid und mich vielleicht cool findet. Cool. Alles klar. Ja, dann abonniert mich natürlich auch, um nichts mehr von mir zu verpassen. Es kommen regelmäßig Videos von mir, mittwochs und samstags. Und ja, dann verpasst ihr auch nichts. Und ich würde sagen, ich beende dieses Video jetzt und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!